Hallo, meine Liebe, mein Lieber. Heute melde ich mich mit einer Legung mal einfach so umzuschauen, was gerade die aktuellen Energien sind. Schalt ein, schau, ob sie dir auf dich zutreffen. Ich bin ganz gespannt, was hier rauskommt. Du siehst die Karten schon. Ich fange mit dem Tarot an. Werde dann wahrscheinlich die Lennys dazu nehmen, allerdings muss ich gestehen, ich weiß es noch nicht. Also lass dich einfach überraschen. Wir schauen uns jetzt an, was die Energien für die kommende Zeit sind. Also Zeit habe ich etwas eingegrenzt, plus minus eine Woche. Wann immer du dieses Video schaust, ja, wann es auch ist. Wir schauen uns das Ganze mal an, ich bin echt gespannt. Ich habe den Gehängten hier als allererste Karte und das Ass der Kelche gegenüber. Bevor ich da jetzt weitermache, schauen wir uns die unterliegende Energie an. Die ist nämlich mindestens genauso wichtig, da sie dem Ganzen zugrunde liegt. Und die ist, wow, der Page der Kelche. Der Page der Kelche ist ein Angebot, ein etwas, was auf dich zukommt, eine Nachricht. Das kann aber auch etwas sein, was mit Emotionen zu tun hat, was auf dich zukommt. Auf jeden Fall eine Chance. Eine Chance, etwas in die Verbesserung zu bringen. Und schau mal, siehst du hier das Glücksschweinchen? Und schau mal, mein Handy quatscht schon wieder mit rein. Also, genau. Die nehmen wir doch auch gleich noch dazu. Die 9 der Schwerter, das ist unbegründete Sorgen aufgrund von einem Mangel. Das kann jetzt tatsächlich mit Geld zu tun haben, weil die 5 der Münzen stehen ja für Geld, ja. Kann tatsächlich sein, dass du hier irgendwie dir Sorgen um die Finanzen machst, ja, weil du das Gefühl hast, irgendwo ist es zu wenig oder es kommt zu wenig rein, dir fehlt etwas. Und hier ist aber ein gutes Angebot. Das kann jetzt auch mit einem Kind zu tun haben, denn der Pagen sind allgemein auch Kinder. Oder stehen auch für Kinder. Und ihr wisst ja, ich meine meistens erwachsene Kinder. Vielleicht ist es ein Kind, was dir eine Nachricht überbringt. Also dein Kind wäre es dann. Nicht ein Kind, also klein. Ja, ihr versteht mich. Ich meine jetzt keine jungen Kinder, sondern ich meine tatsächlich, also mindestens im Teenie-Alter, wenn nicht noch älter. Was hier vielleicht eine Idee hat oder mit ihm verbunden eine Chance ist. Das kann auf emotionaler Ebene sein, ja. Vielleicht hat auch dieses Kind den Kummer. Das kann ich ebenfalls nicht ausschließen. Die 9 der Schwerter ist eine Karte, die muss ich mal kurz erklären. Man sieht ja hier, dass die Person wirklich total verzweifelt am Boden kniet und nicht mehr aus noch ein weiß, die Augen, die Hände vor den Augen hat, so rum wollte ich sagen. Aber da hinten, schaut mal, da wird es hell, ne? Das ist sehr schön dargestellt und die Raben, das sind die Schwerter, die hier oben rumfliegen und die stehen für die Gedanken. Die Karte ist meistens, also wenn man in dieser Energie ist, das muss ich gleich dazu sagen, ist es keine schöne Energie, ja. Und sich aus dieser Energie zu befreien, da könnte dir vielleicht im Übrigen auch ein Kind helfen oder jemand helfen. Lass dir helfen aus dieser Energie raus, denn das hier sind definitiv unbegründete Sorgen, die du dir machst. Die
dazu führen, dass du dich entweder klein machst oder hier in einer Mangelsituation bleibst. Dieser Mangel ist, ich weiß, es ist schwer zu verstehen, ist tatsächlich eine Illusion. Also du hast mit Sicherheit viele Möglichkeiten hier, die du jetzt aktuell eben nur noch nicht siehst, weil du da die Hände vor den Augen hast oder halt so in deinem Kummer mit Sicherheit verständlicherweise gefangen bist, dass du kein Land mehr siehst, ja? Da hilft darüber sprechen, möchte ich nur sagen. Okay, ihr wisst ja, der Kanal heißt eigentlich Franziskas Kartencoaching. Sprechen hilft ganz oft darüber, weil wenn du was aussprichst, deine Kummer aussprichst, erstens mal ist er dir von der Seele, was ganz wichtig ist. Und dann kann man auch nach Lösungen suchen. Und jeder Lösungsansatz bringt einen Hoffnungsschimmer mit sich. Ist unabhängig, ob das jetzt erstmal funktioniert oder nicht. Aber jede Hoffnung holt dich schon wieder ein Stück aus dieser Energie raus. Und das ist wertvoll. Okay, das ist sogar ganz wertvoll. Guck mal, da unten liegen die 7 der Münzen. Da ist das Thema Wachstum. Wachstum, etwas ins Gedeihen bringen, etwas in die, ne, zum Wachsen zu bringen durch ein Ende. Also spannende Energien. Sag ich dir, spannende Energien. Ich mache jetzt ein bisschen Platz, lege das mit her, so wie ihr es von der Wochenbotschaft kennt. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Der Gehängte ist das Thema des Stillstandes. Der Gehängte sagt immer, irgendwas braucht noch Geduld. Der Gehängte hat aber noch eine Funktion, und zwar den Blickwinkel zu ändern. Und da kann es auch darum gehen, dass man sich in gewissen Dingen aufopfert. Dieses Aufopfern, warum das so ist, es gibt unterschiedliche Konstellationen von einem falschen Ego heraus, also dass man so etwas ja so macht. Erziehungsaspekte können damit reinspielen oder gesellschaftliche Themen können damit reinspielen. Bis hin zu Ego-Themen, ganz einfach, ja. Und da ist wichtig, das zu erkennen. Das heißt, es wäre wichtig, eine kurze Pause einzulegen, wo man sich aufopfert, wo man sich in eine Situation begibt, die einem nicht gut tut, die einem auch nur Kraft kostet. Ich muss gleich dazu sagen, aus so einer Situation rauszukommen, kostet Kraft. Ja, das heißt jetzt also nicht, dass du in dieser Situation verharren sollst, deinen Blickwinkel änderst und sagst, okay, das ist halt so, ich kann jetzt nichts machen. Nein, ganz und gar nicht. Sondern du sollst dir ganz genau anschauen, ob das wirklich der Realität entspricht. Denn, wie gesagt, die 9 der Schwerter sind unbegründete Sorgen. Und du sollst so ein bisschen... Ich habe den Eindruck, du brauchst hier ein bisschen den Mut, ja, für diesen Umbruch. Der liegt hier schon. Ich habe den Neuanfang hier liegen. Ich habe die Energie der Veränderung hier liegen. Und auch eine Geschwindigkeit liegt hier. Also die 8er Stäbe ist für mich mit einer der schnellsten Karten von der Energie her im Tarot. Da geht es um Kommunikation, da geht es um Entscheidungen, vielleicht auch übereilte Entscheidungen, die hier noch bedacht werden. Die Karte steht auch für Tapferkeit. Und Tapferkeit, die jetzt
voranschreitet. Also ich habe den Eindruck, diesen Neubeginn, der hier liegt, den willst du auch. Ja, weil mit dem König der Stäbe, mit dem Ass der Kelche, das sind alles wirklich gute Karten. Wie gesagt, der Turm hat immer so eine negative Assoziation, wobei ich sage, der Turm ist einfach etwas, der steht tatsächlich für einen Umbruch. Der steht auch für einen Einbruch, ne? Also ein Einbruch in der Thematik, nicht, dass eingebrochen wird, sondern dass hier ein etwas abgeschnitten wird, ne? Etwas zusammenbricht. Jetzt habe ich das richtige Wort. Etwas bricht zusammen. Das kann tatsächlich sein. Danach wird es aber 100% besser. Okay? Und das kann gut sein, dass dir diese Energie natürlich zu schaffen macht. Auf jeden Fall. Ich habe mit den Acht der Stäbe den Eindruck, dass es hier jetzt genau in diese Richtung läuft, dass etwas zusammenbricht. Und ich habe den Eindruck, dass es ein Konstrukt ist, was dir im Endeffekt immer nur das hier beschert hat. Okay? Es hat dich nicht mehr erfüllt, es hat dich nur Kummer beschert, es hat nur Kummer beschert. Es hat dich in diesen tiefen Sumpf der Sorgen und Abhängigkeiten, vielleicht sind es auch Abhängigkeiten, rein manövriert und da sollst du jetzt rauskommen und du willst da auch rauskommen. Das sagt mir der König der Stäbe. Da geht es nämlich um den Willen und Stäbe sind, oh, sorry, wenn ich jetzt gewackelt habe, Stäbe sind die Energie des Willens, die Willenskraft, das sind die Stäbe, ja, die etwas nach vorne bringen. Es ist so ein bisschen die Warnung mit dem Gehängten, wirklich auch gut zu überlegen, welchen Schritt du wann machst in die richtige Richtung, dass es aber in eine gute Richtung geht. Das liegt hier auch, ja. Denn der König der Stäbe ist auch wieder das Thema Mut, Thema Leidenschaft, Thema stark, ja, Kraft. Der Löwe ist hier. Und schau mal, wir sind gerade in der Löwezeit, ja. Also, das sagt mir jetzt zweierlei. Du wirst im August einiges an Mut und Tapferkeit brauchen. Vielleicht ist das hier auch eine väterliche Person, mit der kommuniziert wird. Das kann auch gut möglich sein. Und hier mag ein Umbruch reinkommen, ein Neuanfang. Das ist auch gut möglich. Der König der Stäbe steht manchmal auch für einen Ehepartner, für einen für den Ehemann eben. Und es kann hier auch um eine Erbschaft gehen, ja, um eine unerwartete Erbschaft. Das kann auch möglich sein bei dem einen oder anderen. Und das ist dann dieser Schockmoment, dass hier ein plötzlicher Neuanfang da ist, mit dem du überhaupt gar nicht gerechnet hast. Und den erstmal verarbeiten musst, der dich aber auch, ne, eindeutig aus dieser Situation rausholt. Der Page der Kelche ist eine gute Chance auf Veränderung, ja, auf eine emotionale Veränderung, und eine emotionale Veränderung zieht also Gedanken, Gefühle gehört zusammen und dann materialisiert sich das. Also das eine zieht das andere natürlich mit sich, nach sich, und ja, ich glaube, ich habe es erklärt. Also, der Umbruch für den Neubeginn, der kommt jetzt auf dich zu, da kommt irgendeine Nachricht auf dich zu, da kommt
Nachrichten, also ich habe den Eindruck, das sind Nachrichten, die hier Thema sind. Für mich sind die Achterstäbe auch das Thema Handeln, habe ich ja schon gesagt, weil es eben Stäbe sind. Das ist immer die Handlung. Das ist der Wille und der Wille, der sich in der Handlung dann auch umsetzt. Was im Kehrschluss dann bedeutet, in der Energie bist du, wenn du noch nicht weißt, wo es hingeht. Oder wenn, wie gesagt, also das ist auch für mich so die Energie, die hält dich im Stillstand, ja. Wenn du dir Sorgen machst und im Mangel bist und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Okay? Und daraus sollst du befreit werden. Da kommt ein Angebot, eine Chance. Was bei den Pagen für mich auch immer so dabei ist, für mich ist das immer so ein kleines bisschen das versteckte Ast der Kelche mit drinnen. Ne? Ich zeig dir mal, was in der Karte hier angezeigt ist. Guck mal, die Liebe. Hier ist so wirklich aus dem vollen Herzen, schau mal, das ist wirklich jemand, der meint's gut mit dir. Schau mal, siehst du diese Strahlen aus dem Herzen heraus? Das ist wirklich eine Person, die offen ist, die freundlich ist, die jünger ist definitiv wie du, wenn es kein Kind ist, es kann auch eine jüngere Person sein, zu der eine Herzensverbindung besteht, eine tiefe Herzensverbindung und da tut sich eine Chance auf, ja, eine Chance auf Glück, auf jeden Fall. Und wir schauen uns jetzt mal an, welchen Zeitraum das betrifft, also welche Auswirkungen diese Energie auf die Zeit hat. So möchte ich eigentlich eher sagen, weil ich habe das jetzt für eine Woche gelegt. Ihr wisst, Energien sind verschieben sich, die sind nicht so abgehackt und strukturiert und definiert wie zum Beispiel so eine Karte, ja, sondern die verschieben sich, die gehen auch ineinander über. Also ich hätte ganz gerne Zeitkarte bitte, wann dieser Turm stattfindet. Sollte in der Regel relativ schnell sein. Ja, ganz genau. Es wird bald klappen. 3 Tage, 3 Wochen. Also in den nächsten 3 Tagen, 3 Wochen darfst du mit diesem Ereignis rechnen. Nicht erschrecken. Wenn es so ist, dann bist du jetzt quasi vorgewarnt, okay? Deswegen mache ich diese Legungen. Damit du dich schon ein bisschen drauf einstellen kannst und es nicht komplett überraschend kommt und dich vielleicht im schlimmsten Fall wieder in diese Energie hier rein buxiert. Nein, das soll es nicht. Es soll dir jetzt aufzeigen, dass das eine notwendige Veränderung ist, die von oben eingeleitet wird oder wurde, damit es einen Neuanfang geben kann für dich, ja, damit du dir diesen Neuanfang zutraust oder damit du den ersten wesentlichen Schritt in einen Neuanfang machst, ja, das ist die Energie hier. Möchte ich noch eine Zeitkarte haben? Nein, wir wollen keine Zeitkarte mehr haben. Also die nächsten 3 Tage, 3 Wochen. Wir schauen uns jetzt aber gerne, ich gucke mal, ob ich das alles hier so. Ah, wird ein bisschen eng, ne? Wird ein bisschen eng, aber gut, es wird gehen. Wir schauen uns jetzt mit den Lennys auch noch. Und guckt mal, also mit Sicherheit kommt hier schon der Schlüssel. Mit Sicherheit geht es darum, Tapferkeit zu beweisen, Weisheit an den Tag zu legen. Die Weisheit, ein gewisses Wissen, eine Erkenntnis ist hier abgebildet mit der Glühbirne am Kopf. Nee, das ist ein Lichtstrahl. Guckt mal.
Das ist dieses, wenn das Blut in den Kopf geht, dann kommt die Erkenntnis. Also mit Sicherheit braucht es hier noch ein bisschen Geduld. Ne? Mein 3 Tage, 3 Wochen, okay, das braucht noch ein bisschen Geduld. Was hier aber auch das Thema sein kann, sind so aufgeschobene Entscheidungen, dass man sich vielleicht noch nicht entscheiden kann. Ich habe ja gesagt, der Gehängte ist immer so das Thema der Blickwinkel, also der Neuausrichtung. Sagen wir es mal so, das Thema der Neuausrichtung, den Blickwinkel zu verändern, damit hier was Positives reinkommt. Das braucht manchmal ein bisschen Geduld, ja. Es braucht aber auch das Bewusstsein dafür, um die Dinge dann auch wahrzunehmen. Also es kann hier auch um eine aufgeschobene Entscheidung gehen für einen Neuanfang. Das ist ebenfalls möglich. Auf jeden Fall ist der Schlüssel sagt, mit Sicherheit geht es um einen neuen Blickwinkel und es geht mit Sicherheit darum, etwas. Ich habe den Eindruck, eine alte Ansicht, eine alte Einstellung, irgendwas, woran du die ganze Zeit festgehalten hast, wo du gesagt hast, nee, ich möchte jetzt das und das haben, so und deswegen ist die Situation jetzt so, wie sie ist. Was auch immer das ist, schau es dir bitte genau an, denn da kommt jetzt, das soll eine Veränderung reinkommen. Wenn du die nicht einleitest, schaltet sich hier der liebe Gott ein, sage ich immer. Also das Universum, dann wird von oben korrigiert. Okay? Die 8er Stäbe bitte. Eine Zusatzkarte bitte für die 8er Stäbe. Ja, und da kommt das Glück. Ich persönlich finde die 8er Stäbe eine absolut hammer, krasse, super fantastische Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die kommt und die kommt nicht oft, dann geht es in das Handeln, dann geht etwas voran. Dann kommt Bewegung in ein Thema, dann oder Bewegung auch auf dich zu. Das kann genauso sein, dass jemand oder etwas auf dich zukommt. Die 8er Stäbe, das kann auch die Hoffnung sein, die Hoffnung auf Glück. Und ich habe ja gesagt, ist interessant, dass das jetzt kommt. Ich habe ja vorhin gesagt, und wenn du nur in Anführungsstrichen bitte die Hoffnung für den nächsten Schritt bekommst, dass es weitergeht, alleine das holt dich aus dieser Energie raus. Und das liegt hier, meine Lieben. Der Turm, bitte eine Karte für den Turm. Oh, und da kommt die Öffentlichkeit, der Park. Okay, also es kann in einem Park sein oder etwas mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Oder es geht schlichtweg um die Natur, ja? Dass etwas in der Natur hier jetzt eine unvermeidbare Änderung auslöst. Es kann auch sein, dass es mit Kunden zu tun hat. Es ist auch möglich, dass da eine Veränderung kommt, eine einschneidende Veränderung jetzt vorangebracht wird. Ich habe das hier immer mit einem Neuanfang liegen. Das kann auch was Geschäftliches sein, meine Lieben, die Inspiration. Mir kommt gerade rein, der ein oder andere, weil wir es ja gerade von diesem Mangelgedanken haben. Wenn bei dir dieses Neue ansteht, dann ich habe hier ein richtig gigantisches Potenzial liegen, um auch langfristige Veränderungen reinzubringen. Das ist gerade gekommen. Es geht hier um langfristige Veränderungen. Es geht um Verträge, Verbindlichkeiten und um Partnerschaften.
um Kreisläufe, die sich verändern dürfen. Genau das ist mein Gespür. Also Routinen, jetzt habe ich es, Routinen sollen sich verändern, weil diese eingefahrene Automatik der Vorgehensweise, das kann in der Arbeit sein, das kann zu Hause sein, was es auch ist bei dir, schau genau hin. Da soll was verändert werden, weil es soll besser werden und es wird auch besser, ja. Das ist diese Chance, die hier gerade in dein Leben kommen mag. Der Narr, bitte. Und da kommen die Informationen, die Nachrichten. Also ich habe den Eindruck, dass ihr schon irgendwas Neues vorhabt. Irgendwie, weil der Brief und die Neuigkeiten, also ich glaube, da ist schon was am Schwelen. Aber wenn ich mir das hier mit dem Mut und Tapferkeit anschaue, die es braucht, dann ist eben der Hinderungsgrund das Thema. Und da kommen jetzt Nachrichten über etwas Neues. Ein Neubeginn, den man so ein Stück weit unbedarft eingeht, Abenteuergeist, so ein bisschen Unbekümmertheit. Es kann auch sein, dass hier eine Nachricht gekommen ist, die dir aufzeigt, dass du sehr unbekümmert bist, weil irgendwas in der Öffentlichkeit ist. Das kann auch sein, weil das ist ein Umbruch, der in der Öffentlichkeit Thema ist, Thema wird. Definitiv. Ja, irgendetwas, was von außen reinkommt an Nachrichten, an Informationen und du hier bist vielleicht ein bisschen sehr naiv bist, jetzt habe ich es, sehr naiv oder sehr, sehr, wie sagt man denn noch, einfach, einfach in dem Glauben, es ist alles gut, ja, und dann kommt hier in Windeseile etwas, was dir ein bisschen, was für dich ein bisschen ein Schock ist. Ja, das kann durchaus sein und du hier an dieses Außenliegende, ich habe den Eindruck, dass das hier tatsächlich so eine Störfrequenz sein kann, die in deine Bubble reinkommt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und dir da erstmal neue Themen aufzeigt. Der König der Stäbe. Bitte eine Information über den König der Stäbe. Ja, guck mal, da sind 3 bis 5 Sachen genauer anzuschauen, die mit dem König der Stäbe zu tun haben. Das kann, wie gesagt, Führungsfähigkeiten können das auch sein. Ne, jemanden leiten und führen kann auch das Thema sein, kann eben einen mutigen, lebendigen, großzügigen Mann, ein leidenschaftlicher Mann, kann eine Affäre sein, kann ein Ehemann sein, also jemand auf jeden Fall, der weiß, wo es lang geht, der Kraft und Stärke auch nach außen zeigt und der absolut fähig ist zu handeln, ja, und andersrum ist es hier einfach das Thema, die Stärke, die nach außen getragen wird, dass man die sich angucken darf oder muss, ne, oder eine gewisse Leidenschaft. Leidenschaft ist ja auch so ein interessantes Wort, ne? Leiden und Schaft, das Leiden erschaffen, finde ich auch immer ganz ein interessantes Wort. Und da ist auf jeden Fall etwas loszulassen. Wenn du gewisse Leidenschaften hast, also Moment, ich versuche dir das jetzt gerade mal zu erklären. Irgendwas, woran du wirklich festhältst.
Wo, also mit drehen's mal um, dann wird es vielleicht offensichtlicher, wo du sagst, nee, auf keinen Fall kann ich das hergeben. Ja? Und so mag ich das auf keinen Fall haben. Der Wille zu wissen, was man möchte, ist immer gut. Ist auf jeden Fall immer gut. Und zu wissen, was man nicht möchte, ist auch gut. Trotzdem ist irgendwie die Kunst, und ihr Lieben, ich habe das nicht unbedingt auch selber schon hausen, aber die Kunst ist so, trotz dem Willen, dem Wissen, was man möchte, nicht zu sehr daran festzuhalten, weil das wieder dieses Leiden erschafft. Ja, sondern trotzdem offen sein für die Dinge, die ins Leben kommen wollen. Und das gilt eben genau, dieses anzuschauen. Das kann jetzt sein, dass du hier auf eine Erbschaft schaust. Es kann sein, dass du dir eine Person, der König der Stäbe ist, meistens eine Person, genauer anschaust. Das Thema, was ich hier auch liegen habe, Moment, muss man einen Schluck trinken. Vielleicht hat sich eine Situation, die Leiden oder für Leiden gesorgt hat, auch gerade neu sortiert. Das kann natürlich auch sein, ja? Dass hier in so einer Situation was Neues reingekommen ist. Entweder durch einen Chef, der hier neue Aspekte bringt. Im Übrigen kann das tatsächlich auch ein Chef sein, der wegen einem Neuanfang hier jetzt einen großen Umbruch reinbringt. Das ist natürlich auch möglich, ja. Und deswegen alles auf den Kopf stellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Definitiv, hier liegt das Ass der Kelche, ja. Wo ich die ganze Zeit sage, ich sehe das hier auch schon drinnen. Ich sehe hier auch ein Ass der Münzen drinnen. Dass hier große Möglichkeiten und Chancen sich eröffnen und diskutiert werden. Und hier ist der Turm. Der Turm steht für eine Firma, für eine Selbstständigkeit, für ein in einen, das steht auch für Sicherheit, ja. In den Turm, da ist ein Leuchtturm im Übrigen abgebildet und der, also wenn nicht der Leuchtturm wäre, steht sonst besser für das Thema Sicherheit. Diese Türme sind ja gebaut, damit Schiffe nicht auffahren, ja, durch das Lichtzeichen. Und das Lichtzeichen kommt mir jetzt auch rein. Dieses Lichtzeichen ist so dieses Zeichen, hallo, pass auf, überlege, wo du hin willst, ob deine eigentlichen Wünsche tatsächlich durchführbar und erfüllbar sind. Also du sollst hier dir wirklich die Sachen genau angucken, wo deine Leidenschaft gerade hingeht. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Prüfe dieses auf jeden Fall. Das kann hier auch mit einer Firma und einer Behörde zu tun haben, dass das eine Möglichkeit ist und es kann auch mit einem Rückzug zu tun haben, eine Auszeit. Der Turm steht auch für das Thema Einsamkeit, ja, dass man hier aus einer Illusion, ist interessant, dass ich Illusion sage. Ich wollte eigentlich Isolation sagen, aber wahrscheinlich ist das auch eine Illusion. Also ich verspreche mich ja nicht ohne Grund, dass du da rauskommst, ja, und hier eine einfach etwas Neues machst. Sehr spannend. Ich bin neugierig. Ich kläre jetzt nochmal die einzelnen Karten weiter ab, weil ich möchte natürlich sehen, wo es lang geht. Der Schlüssel und der Klee, was bedeutet das noch? Ja, da kommt der Beruf und mit Sicherheit ist an dem Glück zu arbeiten. Und der Anker steht auch fürs Ausland.
ist auch gut möglich, dass der ein oder andere hier im Ausland sein Glück zu finden sucht, was zu prüfen wäre. Der Klee und der Park, bitte eine Karte. Ja, die Informationen, die Nachrichten, die Angebote und Chancen, die von außen bezüglich einer Arbeit kommen. Vielleicht ist dieser Umbruch hier auch ein Umbruch, weil du eine neue Arbeit angeboten bekommst. Das kann auch gut möglich sein. Und diese Arbeit könnte zum Beispiel im Ausland sein. Kann ich nicht von der Hand weisen. Ne? Das sind die Informationen. Und diese Nachrichten, Angebote und Chancen, schau mal, wenn die Schwanzspitze vom Fuchs dahin geht, dann ist es die Wahrheit. Ja? Dann solltest du über diese Nachricht auch nachdenken, also wirklich nachdenken und nicht an dem Alten festhalten. Und da kommst du und da läuft der Fuchs rein. Also der Fuchs ist ja immer das Thema Selbstbetrug. Ich habe den Eindruck, dass hier ein Selbstbetrug aufliegt in dieser Woche. Dass dir irgendwas klar wird, wo du dich aufopferst, wo du dich verausgabst oder wo du eigentlich wirklich hin willst. Und da ist das Thema Haus, also Familie, Haus, Wohnung. Und es kann hier auch mit einer Behörde zu tun haben, ja. Das Thema Haus, Wohnen, da sind einige Sachen, 3 bis 5 anzuschauen und loszulassen. Oder du bist hier am Überlegen, was behältst du und was lässt du los. Das kann natürlich auch sein. Wir schauen weiter. Ich mache das jetzt wie so ein Diamant nach unten. Und wir schauen uns die nächste Ebene an, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ja, da kommen die Unklarheiten. Da ist irgendwas noch unklar. Vielleicht auch schwierig. Und das Schwierig kann dann auch mit dem Thema Arbeit zu tun haben. Vielleicht hast du eine Arbeit, die noch unklar ist. Und da kommt der Mond. Mond und Wolken ist bei mir immer so ein Erschöpfungszustand. Vielleicht bist du in so einem Erschöpfungszustand gerade. Und da geht es darum, das zu erkennen und loszulassen. Wegen Komplikationen und Umwegen. Kann auch sein, dass das eine Frau ist, die Schlange hier. Es kann aber auch sein, dass du hier eben dich von Altem trennen sollst. Das ist ebenfalls die Schlange, damit Heilung reinkommt. Ne? Das hier soll geheilt werden. Und ja, das passt. Das passt wie die Faust aufs Auge wieder. Das ist etwas, was dir am Herzen liegt und das Ganze hat mit dem Thema Familie zu tun. Irgendetwas, was mit dem Thema Familie, Haus zu tun hat, macht dir riesengroßen Kummer, lässt dich vielleicht in so einer Pattsituation gerade sitzen und da sollst du eigentlich rauskommen. Wir schauen uns natürlich das noch weiter an. Guck mal, da ist der Berg. Das bestätigt das jetzt alles nur, was ich eh schon gesagt habe. Das ist genau das. Das ist der Stillstand hier. Vielleicht bei dir tatsächlich schon in so eine Energielosigkeit, Kraftlosigkeit, in eine Handlungsunfähigkeit. Also man will ja, aber man weiß nicht wie, ne, ist das Thema.
Oder man schläft nur noch. Das kann echt gut möglich sein. Und dann ist es natürlich hier in die Bewegung zu kommen, braucht dann ein Ereignis von außen. Da kommt der gesundheitliche Aspekt rein. Aber auch, na, die Konstellation sagt mir auch, dass vieles in deinem Leben schon immer anstrengend war. Vielleicht auch einfach, also anstrengend kann ja mehr sein. Vielleicht war auch immer das Thema der Klarheit so das Anstrengende, weil du dir über bestimmte Sachen nicht klar warst oder klar bist. Das kann auch sein. Und da können die Karten richtig gut helfen, ja. Eine Karte bitte noch für eine Verbindung, eine Herzensverbindung habe ich hier. Verträge, Absprachen, Beziehungen, Partnerschaften oder auch Kreisläufe in deinem Leben, die eine Herausforderung sind, ja? Eine Herausforderung, weil du hier was Altes loslassen musst. Und dieses Alte kann viel sein. Irgendwas, was geschehen ist, was loszulassen ist, was nicht gelaufen ist, wie es laufen sollte. Wir haben hier die Schuldgefühle liegen, die du in Gedanken hast, ne? Hier bist du und das sind die Schuldgefühle, die hier sind. Oder es geht um Verantwortlichkeiten, dass du dich für Sachen verantwortlich machst, für die du gar nichts kannst. Oder natürlich geht das Ganze auch umgedreht, ja? Dass du Verantwortlichkeiten wegschiebst, aber meistens ist es ja eher, dass wir uns 10 Paar Schuhe mehr anziehen, als wir eigentlich zum Laufen benötigen. So, bitte eine Karte für den Berg und den Baum. Ja. Und guck mal, das sind falsche Herausforderungen. Also, das ist wieder so die Konstellation, dass man sich manchmal selber im Weg steht im Leben, einfach aus, naja, diesen falschen Glaubenssätzen heraus, wie was zu sein hat, das ist ein Punkt, ja, oder Erfahrungen. Und jetzt kommen die Engelsflügel. Ja, was wirklich wertvoll ist im Leben, ne? Wertvolle, also hier ist auf jeden Fall eine wertvolle Verbindung, eine Lebensbeziehung, eine lange Beziehung auch angezeigt, die wertvoll ist, mit einer Frau, die dir am Herzen liegt. Wer auch immer das ist. Aber hier liegt, da ist was Wertvolles. Und ich habe hier auch die Heilung liegen im Übrigen. Ganz interessant, ne? Und es können tatsächlich auch zwei sein. Es können zwei Heilungsthemen sein, die gerade aktiv sind. Etwas aus der Vergangenheit, was hier mit einer Blockade zu tun hat. Und zwei Frauen, die damit zu tun haben. Es kann sein, dass es zwei Heilerinnen sind, die da aktiv sind. Also Heilerinnen heißt entweder du hast so jemanden in deinem Umfeld, im energetischen Umfeld. Es ist nicht immer gesagt, ja, dass ihr das wisst und merkt. Denn energetisch laufen Dinge ab, davon haben wir überhaupt keine Ahnung, in keinem blassen Dunst, es sei denn, wir sind hellsichtig und können das Ganze sehen, okay? Aber auf dieser Ebene, auf dieser nicht materiellen oder nicht sichtbaren Ebene, zumindest für den Normalo, sage ich jetzt mal, also alles in Anführungsstrichen, ja, das heißt nicht, dass Hellsichtige nicht normal sind. Bitte versteht mich nicht falsch, ja. Aber für gewöhnlich ist es nicht sichtbar, was auf energetischer Ebene abläuft. Und da läuft einiges ab auf energetischer Ebene bei dir hier. Allerdings auch wieder in die richtige Richtung. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und jetzt hätte ich ganz gerne noch einen
Eine Karte hätte ich ganz gerne noch und dann, ja, ganz genau, schau mal, da kommen Überraschungen, da kommen Einladungen, da kommt etwas, was, auf was man sich freuen darf oder was die Freude bringt, ja, und da unten habe ich die Zukunft liegen, beziehungsweise das ist auch die Geduld und das ist Wünsche, Hoffnungen, Sehnsucht und eine Reise. Ich habe den Eindruck, dass hier, und eine Mutter ist es im Übrigen auch, dass der Fuchs, ihr wisst ja, der Fuchs ist immer bei mir auch der richtige Zeitpunkt. Ich habe den Eindruck, dass hier die Zeit für dich spielt. Die Zeit spielt dir zu. Auch wenn hier mit einem Umbruch zu rechnen ist, in den nächsten 3 Tagen, 3 Wochen, hab immer im Kopf, der Ausgang ist ein ganz guter, ja. Das ist eine Überraschung, das ist was Positives und es geht Stück für Stück in die richtige Richtung. Aus so einer komplizierten, schwierigen Situation raus. Meine Liebe, mein Lieber, es hat mir sehr viel Freude gemacht, diese Legung. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ich freue mich, wenn du bei dem nächsten wieder dabei bist. Hab eine schöne Zeit und tschüss.